Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben dem Ausgeizen vom Tomaten gibt es jetzt auch eine andere Arbeit, die ich jetzt erledigen möchte, um einfach der Braunfäule vorzubeugen bei Tomaten. Das heißt, wir entfernen jetzt Blätter und zwar alle, die unter dem ersten Fruchtansatz sind. Ich werde euch das gleich einmal zeigen. Ich habe das hier bei dieser Tomatenpflanze schon gemacht. Und jetzt können wir das gleich bei den beiden nächsten machen. Und ich erkläre euch dann auch zum Ende des Videos hin, was das bewirkt und warum ich das Ganze mache. Tomaten ausgeizen ist natürlich auch mal eine sehr wichtige Sache. Sollte man regelmäßig machen. Dazu kann ich euch hier oben an der Stelle auch mal ein interessantes Video verlinken. Schaut euch das vielleicht mal an. Ich erkläre auch, warum man da die Tomaten ausgeizt. Ja, bevor wir loslegen, würde ich mich noch freuen. Ich möchte eine kleine Sache kurz loswerden, wenn ich euch das kurz sagen darf. Ich erreiche hier erfreulicherweise sehr viele Zuschauer mit meinen YouTube-Videos, was mich auch wahnsinnig freut. Es haben aber leider nur 2-3%, die hier regelmäßig meine Videos schauen, an Zuschauern auch den YouTube-Kanal abonniert. Und ich bin ein bisschen auf euren Support, auf eure Mithilfe angewiesen. Von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Videos schaut und sie euch gefallen oder ihr auch Interesse am Thema Garten habt. Da kommt nämlich einiges immer noch in nächster Zeit. Abonniert gern meinen YouTube-Kanal. Für euch ist es kostenlos und mir hilft es wahnsinnig weiter hier auf YouTube. Hier bei der Tomatenpflanze könnt ihr es schon sehen. Hier habe ich schon sämtliche Blätter unter den ersten Fruchtansatz einmal abgemacht. Und jetzt kommen wir hier zur nächsten Pflanze, wo ich es noch nicht gemacht habe. Und da greifen wir jetzt auch zur Gartenschere. Wichtig ist übrigens, dass die sauber ist, nicht dass man sich hier Pilzerkrankungen oder irgendwelche anderen Schädlinge von anderen Pflanzen auf die Tomatenpflanzen hier überträgt. Deshalb immer ganz wichtig, bevor ihr hier zur Schere greift, macht die vorher einmal sauber und achtet darauf, dass dann nichts passieren kann. Ja, jetzt schneiden wir hier unten die Blätter ab und ich zeige euch, welche das sind. Ja, jetzt fangen wir an und greifen hier zur Schere. Ich versuche so gut wie möglich, das jetzt nicht zu verdecken, aber es ist sehr eng bei mir im Gewächshaus. Es ist schwierig, das Ganze aufzunehmen. Ich werde es euch vorher aber auch zeigen. Vorab auch noch eine kurze Sache. Ich kriege immer wieder Fragen, warum ich hier so einen umgedrehten Blumentopf bei mir im Gewächshaus habe. Ich habe nicht nur einen da drin, sondern mehrere. Es ist eine sehr nützliche Sache und kann auch ein bisschen Arbeit ersparen. Wer mehr darüber wissen möchte, warum der Blumentopf da so drin ist, schaut euch hier oben mal das Video an, was ich euch verlinke. Da bekommt ihr auf jeden Fall die Auflösung. Ist tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich mal ein Video jetzt hier im Gewächshaus mache, dazu immer mal so ein paar Fragen bekomme. Ja, wie ist es jetzt? Was schneiden wir jetzt hier weg? Wir schneiden jetzt alle Tomatenblätter weg, die unter dem ersten Fruchtansatz sind. Das ist in dem Fall bei dieser Tomatenpflanze hier, also in dem Bereich. Das bedeutet, alles, was an Blättern da drunten oder drunter ist, kappen wir jetzt ab mit einer sauberen Gartenschere. Das heißt, ich greife jetzt hier zu und schneide das einmal ab. Und dann bekommen wir hier unten, ja, wird das quasi einmal richtig ausgelichtet. Wir bekommen Platz und es ist auch tatsächlich so, dass die Ansätze, die jetzt da drunter sind, ich mache das jetzt im Juli, Mitte Juli, dass hier auch nichts mehr kommt, das Unkraut hier. Deshalb kann das weggeschnitten werden. Das sind einfach nur Blätter, die natürlich durch die Tomatenpflanze mitversorgt werden. Und wir wollen ja am Ende keine Blätter anbauen, sondern Tomaten. Und wir haben jetzt hier schon ordentlich was dranhängen und deshalb können wir die jetzt unten auch abschneiden. Hat auch noch einen weiteren Grund, warum wir das machen. Und der weitere Grund ist der, dass wir einfach jetzt hier unten dafür sorgen, dass alles gut durchlüftet ist an der Tomatenpflanze. Hier kann jetzt die Luft gut durchzirkulieren und damit können wir jetzt vorbeugen, dass wir noch eine Braunfäule an den Pflanzen kriegen, was halt sehr, sehr ärgerlich wäre, weil wir ja schon ordentlich Tomaten dranhängen haben. Hier sieht ihr auch wieder welche, kann man das sehen in die Kamera, ja. Und aus dem Grund schneidet alles, was unter dem ersten Fruchtansatz ist, weg. Dann ist es tatsächlich so, dass die Luft zirkuliert und die Feuchtigkeit besser abtrocknen kann. Gerade so, wenn Blätter auch unten jetzt hier so in den Boden reinhängen, dann ist es einfach so, dass die nass sind, im Feuchten liegen und dann können sich schnell Schädlinge oder Krankheiten an den Tomatenpflanzen einnisten und aus dem Grund sollte man das jetzt einfach entfernen. So, und zu guter Letzt jetzt auch noch die Tomatenpflanze hier, wo ich alle Blätter unterhalb des Fruchtansatzes abschneide. Und hier bei der Pflanze
fällt mir tatsächlich auf. Schaut mal hier, vielleicht auch noch mal kurz erwähnt. Hier sind verbrannte Blätter dran. Das ist die Pflanze, die hier direkt an der Wand zum Gewächshaus ist. Ja, die Sonne knallt in den letzten Tagen. Es ist richtig heiß. Wir haben eine richtige Hitzewelle hier in Deutschland. Und da kann es dann tatsächlich mal nicht schaden, wenn man für ein bisschen Beschattung an Tomatenpflanzen sorgt. Vielleicht so einen kleinen Sonnenschirm oder irgendwie einen Segelspann, dass ja die Sonne nicht tatsächlich die Tomatenpflanzen so doll verbrennt. Das alles, was natürlich jetzt auch verbrannt und kaputt ist, das schneide ich mit raus hier. Aus meiner Tomatenpflanze hier immer noch schön Geiztrieb mit dran, den hatte ich beim letzten Mal scheinbar übersehen. Und ja, die abgeschnittenen Tomatenblätter kann man auch als Mulchmaterial noch verwenden, sofern sie jetzt nicht von irgendetwas befallen sind. Aber wenn es gesunde Blätter sind, dann könnt ihr die tatsächlich einfach unten mit auf den Boden hin dazulegen. Ja, das war mein Video. Unten die Tomatenblätter unter den ersten Fruchtansatz entfernen, dafür sorgen, dass die Luft besser im Gewächshaus zirkulieren kann, und dann beugt ihr damit auf jeden Fall der Braunfäule vor und auch anderen Krankheiten und Schädlingen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal, und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!